Dankeschön. Ich bin ja heilfroh, auf dieser tollen Bühne stehen zu dürfen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auf sehr schönen Bühne. Ich durfte in letzter Zeit auf vielen schönen Bühnen spielen, aber auch auf ein paar nicht so schönen Bühnen. Bestes Beispiel war ein Open-Air-Konzert vor mir, hat eine Band gespielt und die haben das Bier auf der Bühne umgeschüttet und die ganzen Kabel lagen so einer Biersoße drin. Und bei jedem Schritt, den man auf der Bühne gemacht hat, hat es immer so gemacht. Und am Eck von der Bühne, ist kein Witz, hat der Hund der Veranstalterin ein Häufchen hinterlassen. Seitdem bin ich schon immer skeptisch und seit Veranstaltung bestuhlt. Aber ich wollte eigentlich sagen, genau, ich bin froh, dass ich heute hier sein kann, das wollte ich sagen. Ich habe nämlich mal wieder Stress mit meiner Frau. Ihr seid so viel Leid, da kann schon ein bisschen mehr Empathie drüber schwappen. Ich sag's einfach nochmal. Ich hab da Stress mit meiner Frau. Und ich kann nur so viel sagen. Und die Männer werden mich verstehen und die Frauen nach dem Lied auch, wenn ich sage, dass ich an dem ganzen Streit gar nichts dafür kann. Und das Lied heißt Schatz, bitte nicht jetzt. Meine Frau ist über mich entsetzt, weil ich jeden Abend sag, Schatz, bitte nicht jetzt. Und eines werde ich wohl nie kapiert, warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Männer, kennt ihr das? Ihr steht am Herd und wollt in Ruhe kochen. Eure Frau kommt von der Arbeit heim, raus, besoffen. Ihr denkt euch, schöner Abend, na gut, ein andermal. Sie setzt sich hin, während sie anschaut, DFB-Pokal. Ich frag sie, während sie Fußballliga singt, wer wohl die Kleine morgen früh in den Kindergarten bringt. Welche Kleine? Fragt sie, wir sind doch nur zu zweit. Ich sag, die Kleine, die seit einer Stunde in ihrem Kinderbettchen schreit. Meine Frau ist über mich entsetzt. Weil ich jeden Abend sag, Schatz, bitte nicht jetzt. Und eines werde ich wohl nie kapieren. Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Kind, beruhigt, Fußball ist aus, ich fang zu reden an. Ich sag, ich würde so gern mal wieder zu Ikea fahren. Was willst du da? Fragt sie, du bist für den Sport. Ich sag, gut, weg mit dem Auto. Sie sagt, okay, wir fahren. Wie wär's mit Samstag gleich? Da könnten wir in Ruhe schauen. Nein, da geht's nicht, da ist Fußball und da kommen meine Frauen. Und am Montag? Nee, da muss ich mich erholen. Aber am Dienstag? Nein, da bin ich doch mit Jessica beim Bowlen. Ich sag, am Mittwoch spielst du Poker. Seit über einem Jahr. Am Donnerstag gibt's viel Leim, ist der Titty-Twister-Bar. Am Freitag spielst du Billard, ich fange an zu schreien. Fahren wir doch Sonntag zu Ikea und brechen einfach ein. Meine Frau ist ja nicht entsetzt. Weil jeden Abend sagt, Schatz, bitte nicht jetzt. Und eines werde ich wohl nie kapieren. Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? So, ihr Lieben, in der letzten Stunde wird's dramatisch. Bitte um die nötige Andacht. Es eskaliert, wir streiten bis aufs Blut. Ich werde hysterisch und fang an zu heulen, das können Männer gut. Ich geh ins Bett, mach die Augen zu und warte auf den Schlaf. Sie kommt nackt ins Schlafzimmer und sagt, ich bin jetzt wieder brav. Ich schrei. Ja, ja. Ich schrei 666, das ist alles, woran du denkst. Merkst du nicht, wie du mich verletzt und du mich in die Nacht drängst? Du könntest doch einfach so mal kuscheln mit mir. Sie sagt, hey, Miki, was, leck mich am Arsch, ich trinke ein Bier. Meine Frau ist über mich entsetzt.